Lange ist es her, dass er bestohlen wurde. Verschwörung und Niedertracht waren die Waffen seiner Feinde. Niemand war groß genug, wie er, alle Elemente zu beherrschen, und so fanden sich sechs, sie ihm zu rauben. Rost und Späne wurden, der ihm das Eisen neidete. Als winselnde Flaute floh sie, die ihm die Luft missgönnte. Ins Dunkel verbannt, zu Asche zerstoben, der nach dem Feuer trachtete. Verwelkt, die nach dem Humus griff. Der kalte Jäger aber und die tiefe Tochter achteten ihrer nicht und stahlen, was nur ihm zustand. Doch nicht nur für ewig. Er schmiedete die Waffen seiner Vergeltung, schürte Weltenbrand, fachte Sturmwind an, streute seinen Samen aus unter seinen Dienern. Eingefügtes Blatt in einer Abschrift der Porta Aetherica, Verfasser unbekannt, derzeit im Besitz von Balfemor von Punin. Und so könnt ihr wieder vor euch eine Stadt funkeln sehen. Die Thulamidenlande geizen nicht mit der Sonne, trotz des mittlerweile Zars, den wir haben. Und je weiter ihr nach Süden kommt, desto wärmer und wärmer wird es. Nun jedoch liegt die Stadt des schwarzen Sultans vor euch, Talusa, mit seinem zweigeteilten Hafen, links und rechts die Süd- und die Nordstadt, die langsam und langsam größer wird. Ihr sitzt allesamt zusammen in der Kapitänskajüte, hattet auch ja einmal die Stadt schon von Weitem betrachtet und seid dann wieder reingegangen, um euch ein letztes Mal zu besprechen. Wisst ihr? Nun, wenn ich Ronga richtig verstanden habe, dann sollten wir uns in dieser Stadt eher bedeckt halten, oder? Was wolltest du sagen? Scheißhaufen hier, da hat er nicht Unrecht. Die Frage ist, wie verantwortlich wir uns dafür fühlen. Aber ich denke, wir kümmern uns erst einmal um unsere Angelegenheiten. Hilf mir noch einmal auf die Sprünge, Kapitän. Was genau treibt uns also in diese Stadt? Und wieso sind wir verantwortlich? Ich bin für nichts verantwortlich. Ich habe diese Stadt noch nie gesehen. Ich war einmal in Valusa, aber das ist lange her. Ja, ich verwechsle diese beiden Städte auch, aber ich hoffe, das wird sich jetzt endlich geben, nachdem ich wenigstens eine davon einmal von Namen gesehen habe. Nun, hier ist das Wetter aber deutlich besser. Dort hat es damals geschneit und geregnet, das war nicht so schön. Nun, Serpentilio, eigentlich wollen wir ins Talus-Massiv, wegen Queste von El Hakir. Aber... Genau das frage ich ja. Warum genau laufen wir noch gleich dem Untoten hinterher? Wie gesagt, wir müssen den Lehrer von Darion Polygon finden, um von ihm freiwillig oder unfreiwillig Informationen über ihn zu halten, wie wir ihn besiegen können. Aber vielleicht hat Darion Polygon ja etwas dagelassen. Haare, Blut. Einen Wachdämon. Naja, das können wir nur hoffen. Ich glaube nicht, dass er so vorausschauend war. Aber naja, müssen wir dann jetzt erstmal in den Norden der Stadt oder wo müssen wir hin für dein kleines Projekt, Abelmir? Nun, soweit ich weiß, war nun dieser Tempel oder was immer er war, im Talusa-Massiv. Wir müssen also dem Fluss folgen von der Stadt in das Gebirge. Na, dann fragen wir am besten in der Stadt noch einmal nach. Die Einheimischen werden sich ja auskennen, oder? Ja, Ronga hat Idee. Wir sollten einen Führer engagieren. Ronga hatte uns doch diesen Ahmed Ben Chalif genannt. Vielleicht können wir uns bei ihm über die Lage in der Stadt informieren und vielleicht hat er auch einen Führer, der uns ins Talus-Massiv bringen kann. Naja, wir können es ja auf jeden Fall mal probieren. Kostet ja nichts extra. Und wir sollten ihn nach diesem Grabmal fragen. Vielleicht ist das hier bekannt als ein Ort, den die Leute meiden. Gibt es hier einen Hesende-Tempel? Wir könnten uns erkundigen, aber ich habe wenig Hoffnung. Nun, ich würde vermuten, nein, aber ihr könnt ja mal fragen. Also, ich habe mir die Stadt irgendwie anders vorgestellt. So von weiter entfernt sieht sie schon ganz hübsch aus.
Da sie von einem Paktierer beherrscht wird, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es hier noch viele Tempel gibt. Aber nun ja, in Elborum gab es auch noch welche. Und in Mendena. Naja, aber all das werden uns die Einheimischen sagen können. Naja, wenn ihr mich dann entschuldigen würdet, ich ziehe mir meine Chortracht an. Die sind hier auf allen Fahnen teilweise nicht so gut zu sprechen. Woran das bloß liegen könnte? Ja, ich verstehe das auch nicht. Wir sind so nett und gut aussehend. Das könnte mich natürlich verraten. Ich bin mir sicher, euer rosiges und ausgeglichenes Gemüt wird uns viele Freunde in der Stadt bereiten. Ja, das ist nett von euch. Und mein Kapitän, ja, ich bin ein paar fahrbereit, wenn ihr es seid. Wann auch immer das sein mag. Benötigen wir irgendetwas noch für die Reise flussaufwärts und im Gebirge? Was wir uns hier beschaffen könnten? Oh, ich freue mich, wenn es wieder ins Gebirge geht. Nun, ich könnte euch selbstverständlich ein Mittel gegen Ungeziefer zur Verfügung stellen, allerdings ist dies doch unter meiner Würde und wir sollten einfach in der Stadt welches kaufen. Wir sollten einmal sichten, was von unserer Maraskan-Ausrüstung noch übrig ist. Auf jeden Fall wollten wir das dann mitnehmen. Zeig mal auf dem Schädel auf dem Tisch wahrscheinlich. Ja, den nehme ich mit. Alles gut. Ich muss ja mit ihm interagieren, also bleibt er in meiner Obhut. Brauchen sonst noch irgendetwas aus Talusa? Vielleicht können wir etwas Spezifisches, das wir noch hier bekommen, vielleicht. Eine Karte? Ich wüsste nicht, wofür die Stadt bekannt wäre. Von daher habe ich auch keine Ahnung, was man hier noch beschaffen könnte. Nun, regionale Karten wären sicherlich hilfreich. Ja, das klingt vernünftig. Aber wie gesagt, lasst uns doch erst einmal diesen Mann aufsuchen, wenn Ronga ihn schon kennt. Sehr vernünftig. Wollt ihr Ronga hier an Bord lassen, oder? Ja, er wird gesucht, oder? Das könnte auf uns zurückfallen, wenn er hier an Bord dieses Schiff gesehen wird. Nun, dann soll er sich unter Deck versteckt halten. Wir haben so viele Leute. Ich denke, dass er in der Masse untertauchen kann. Und wenn wir ihn brauchen, später in den Sümpfen, dann kann er ja mit einem Beiboot außerhalb von Talusa abgesetzt werden, oder? Das klingt doch einen guten Plan. Vielleicht sollten wir unsere Dakonitra noch einmal fragen, ob sie etwas weiß über Talusa, was uns helfen kann. Tikala, würdest du unsere Hesinde-Geweihte holen? Ja, das kann ich machen. Danke. Ja, so kann Tikala an der neuen Position direkt an der Tür einmal nach unten laufen und kommt wenig später mit Nitya wieder zurück. Oh, mal wieder werden meine Fähigkeiten gefragt. Da freue ich mich aber. Talusa, ihr wollt etwas über den schwarzen Dolgurok wissen, oder? Wie genau kann ich euch helfen? Erzählt uns etwas über die Geschichte dieser Stadt und nun ja, Merkwürdigkeiten oder ja, Kuriositäten, etwas den Verhaltenskodex vielleicht innerhalb der Stadt. Das Lokalkolorit gewissermaßen. Ja. Aber mir fragte sich auch, ob es einen Tempel eurer Göttin in der Stadt gäbe. Nein. Fangen wir bei den Tempeln an. Es gibt noch einen aktiven Paios-Tempel, allerdings ist seine Gerechtigkeit merkwürdig ausgelegt. Zudem noch ein Effort-Tempel mit einem, dem Meister des Flusses. Allerdings haben wir aktuell Zar, das bedeutet, wir haben die Sommerregenzeit und der Talusim wird zu einem reißenden Fluss sich verwandelt haben, sodass wahrscheinlich auch der Meister des Flusses irgendwo auf dem Talusim zu finden ist. Zumindest vermute ich das. Und wir haben einen Rashtula-Tempel, der wurde allerdings seit den
seit der Herrschaft von Dol Guruk dem Schwarzen zugemauert. Die Novadis dort leben allerdings trotzdem noch im Inneren. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Tunnel, die ihn mit dem Hafen oder so etwas verbunden haben. Und es gibt einen Rasrak-Tempel, den findet man hier auch. Und das erklärt sicherlich dann auch das Wappen der Stadt mit dem Stier auf weiß und blauem Grund. Ja. Wenn der Fluss derzeit Hochwasser hat, sollten wir uns auf jeden Fall informieren, wo wir ihn überqueren können. Denn das wird auf jeden Fall nötig werden, wenn wir nach Süden wollen. Wir brauchen kräftige Ruderer. Wieso können wir nicht einfach unten drunter durchgehen? Ihr wollt von hier aus, ist ein Talusmassiv, mehrere hundert Meilen unter Wasser gehen? Nein, an einer günstigen Stelle. Nun, ich dachte, wir reisen aus dem Fluss Richtung. Es wird entlang des Flusses vermutlich eine hinreichend ausgebauten Wege und Straßen geben, Bortex. Das würde ich hier nicht vermuten unbedingt. Genau das sage ich doch, Abelmir. Hört mir doch zu. Also die Straßen sind so etwas wie ein Knüppeldamm, sprich leichte Erhöhungen mit einigen Baumstämmen, die darauf gebunden worden sind, sodass sie dann bei Hochwasser nicht wegspülen. Und so die wenigen Dörfer am Rande sind vereinzelt und wirklich nicht von höherer Qualität. Gibt es einen Treidelpfad längs des Flusses? Nun, ich glaube nicht, dass man jetzt bei den aktuellen Flüssen treideln kann. Das ist einfach zu schwierig. Also müssen wir diesen Weg nehmen entlang des Flusses. Nun, vielleicht hilft es, wenn man tatsächlich mit dem Meister des Flusses spricht. Erkundigt euch einfach im Effa-Tempel, an welcher Stelle er herumläuft oder ob es überhaupt abzusehen ist. Das wäre meine Empfehlung. Und ja, wenn ihr dann in die Sümpfe wollt, das Talus-Massiv und auch die Sümpfe sind relativ groß. Da ist es schwierig. Ohne einen einzigen Führer kommt man da nicht wirklich zu Rande. Ja. Gut. Na dann würde ich sagen, wir satteln Abelmir und machen uns auf den Weg. Wie wollt ihr satteln? Schnabelmir. Ich hatte es vermutet. Och, ihr müsst diesen kleinen Witz. Niemand lacht. Was ist denn mit euch los? Nun, ihr seid für ihn verantwortlich. Wenn wir ihn zurücklassen müssen, seid ihr selber schuld. Ja, das wird schon. Nun gut. Nun, seid vorsichtig. Ich habe von Prayodo gehört, dass es vor einigen Wochen den Talusa Frühling gegeben hat und die Stadt von Fremden, also sprich von Prayodo und seiner Gruppe, angezündet worden ist. Seitdem werden die sie sicherlich sehr auf Fremdländer achten. Da würde ich auf alle Fälle aufpassen. Aber offenbar wurde die Rebellion im Keim wieder erstickt. Ja, leider. Mit viel Gewalt. Gibt es eine Möglichkeit, uns als Einheimische zu tarnen? Ich war der Meinung, ihr hattet mit Ronga gesprochen, nicht wahr? Er ist ja auch an Bord dieses Schiffes. Vielleicht hat er ja noch einige Tipps, wie man sich hier als erstes oder wem man sich als erstes anvertrauen könnte. Ich kenne mich mit Talusa ansonsten leider nicht weiter aus. Dann danken wir euch, Nitir. Ronga hat uns in der Tat einen Kontaktmann genannt. Dann werden wir von ihm sicher weitere Informationen bekommen. Sehr gut, sehr gut. Rein? Weißt du, Waffen ja das wohl. Wir laufen jetzt ein und ich würde ganz gern wissen, wo wir Halt machen, am nördlichen oder am südlichen Teil? Kennt ihr diese Stadt, Havulgard? Nein. Ich habe nur das Schlechteste davon gehört. Ja, das geht uns auch so. Uns wurde empfohlen, im Handelshafen anzulegen. Vielleicht sehen wir uns einmal in der Nähe des Effa-Tempels um. Ja, den Effa-Tempel könnte man schon sehen. Ja, der ist im Süden. Dann werden wir daneben Halt machen. Nun, wenn sie uns dort anlegen lassen.
Warum denn nicht? Na, wenn er frei sein sollte, sonst suche ich mir was daneben, alles klar. Gut, dann will ich nicht weiter stören. Nur die Informationen wollte ich dann jetzt haben, wenn wir jetzt alles bereit machen. Der Fluss ist ziemlich reißend. Da kann ich nicht unbedingt, naja, stehen bleiben und darauf warten, dass sie nach oben kommt. Das wohl, dann bis gleich. Bis gleich. Nun, da sollten wir unsere Ausrüstung zusammenpacken. Nun ja, für das Gebirge und einen Sumpf. Ich denke, bevor wir in den Sumpf gehen, werden wir noch einmal hierher zurückkommen. Aber ja, wir sollten unsere Sachen packen. Man sollte vielleicht vorbereiten, man weiß nie, was passiert. Was soll denn passieren? Ich weiß nicht. Es ist immer besser vorbereitet zu sein, als hinterher das Nachsehen zu haben. Ich will nicht mit diesem Nostrianer sprechen. Wie kommt ihr jetzt auf diesen? Naja, wenn wir in den Sumpf gehen, wäre es eigentlich opportun, ihn mitzunehmen. Immerhin ist das sein natürliches Habitat, oder? Ich dachte, ihr seid ein einheimischen Führer, der die Wege kennt. Nun, ja, da bin ich auf jeden Fall auf eurer Seite. Eine sehr gute Idee, habe mir eine sehr gute Idee. Danke. Nun, gibt es sonst noch etwas? Nicht, solange wir keine neuen Informationen haben. So könnt ihr eure Sachen packen. Und wenn ihr dann nach und nach nach oben tretet, an die Reling heran, könnt ihr erkennen, dass ihr bereits angelegt habt, direkt vor dem Effort-Tempel. Und auch der Hafenbeamte wird nach einiger Diskussion mit Halvulgard und einigen Münzen, die dann in seine Tasche wandern, wieder von dann treten, sodass alles bereits geklärt worden ist. Er sagte, dass der Effort-Geweihte wohl aktuell nicht anwesend ist, aber selbstverständlich ist der Tempel mit einer Novizin besetzt, falls ihr da irgendwas machen wollt. Nun, schön zumindest wenigstens in der Nähe eines göttergefälligen Ortes hier in der Stadt zu sein. Dann auf dahin, nicht wahr? Ja, sehen wir uns einmal um. Ja, so könnt ihr nach einer sehr kurzen Strecke über den Steg in Richtung des Effort-Tempels gehen und ihr findet im Inneren dann ja ganz typisch eine Novizin, die dort mit ihrer blau-weißen Robe steht und einige Muscheln putzt und davon dann ablässt, wenn sie euch dann betrachtet. Der Tempel selbst hat blau-weiße Zwiebeltürmchen, also auch der selbstverständlich mit Lokalkolorit gefüllt. Und ja, neben ihr und den Muscheln, die sie geputzt hat, liegen ziemlich viele Fische, die da wohl auch wohl geopfert worden sind. Also Fischreichtum scheint es hier vielleicht zu geben. Effort mit euch, wie kann ich euch helfen? Euer Ehren, wir haben gerade hier im Hafen angelegt. Ich würde gerne eine kleine Spende für den Tempel machen und nun ja, wenn es möglich wäre, würden wir auch gerne mit dem Meister des Wassers sprechen. Faramut. Meister des Flusses. Meister des Flusses. Faramut ist auf dem Talusim. Er redet mit den Wassern. Er ist meistens dort, irgendwo da draußen auf dem Knüppeldamm. Danke. Dann werden wir ihn dort sicher finden. Könnt ihr uns vielleicht einen einheimischen Führer empfehlen, der uns ja, nördlich dieser Stadt sich auskennt? Der sich nördlich, ja, selbstverständlich. Da würde ich euch einfach dann die Karawanserei vom Goldkranich empfehlen. Da könnt ihr dann Führer erwerben oder eben auch eine ganze Karawane euch anschließen. Aber in dieser Zeit gibt es wenig zu tun. Nun, dann werden die Führer umso williger werden, vermute ich. Ja, das auf alle Fälle. Ja, ist ja auch sehr schön hier.
Aber mir, du bist ja so preisbewusst geworden. Nun ja, wenn ihr mein Geld mal rauswirft. Ja, ich hab ja jetzt keins mehr. Ja, dann solltest du vielleicht den Gürtel etwas enger schnallen. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Ihr solltet übrigens aufpassen. Seit einiger Zeit, seit ein paar Wochen sind die Wachen und vor allem die Richter auf dem großen Platz sehr skeptisch Fremden gegenüber. Wir als Seferdis sind selbstverständlich offen den Reisenden, vor allem wenn sie vom Hafen aus kommen, aber solltet ihr noch etwas anderes vorhaben, als durch das Handelstor nach Süden zu marschieren, beziehungsweise dann über den Knüppeldamm zu gehen und den Großmeister zu suchen, dann werdet ihr vor allem in der Nordstadt vielleicht einige Probleme bekommen. Das nur als Warnung. Mhm. Gut, vielen Dank für diese Warnung. Gibt es hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die sich besonders lohnen? Also vor allem der Tempel vom schwarzen Dol Guruk. Vor allem, wenn ihr Bittsteller seid, dann würdet ihr euch gerne wohl anhören. Ansonsten bin ich mir nicht ganz sicher, ob es hier, naja, für Fremdländer, ihr seid Schwarzmagier, keine Prajoten, die ihr dabei habt. Ihr könntet euch beispielsweise den Rasrak-Tempel ansehen. Naja. Hey, ihr habt einen eigenen Tempel? Ja, aber. Die Verehrung, die ihm dort in barbarischer Kultur beigebracht wird, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich würde Talusa nicht wirklich als Ausflugsziel sehen. Wir beten und erhalten auf alle Fälle den Fischbestand und nun außer dem großen Platz und dem Palast vom schwarzen Dol Guruk gibt es hier wahrlich nicht viel zu sehen. Das muss ich entschuldigen. Nun, aber werdet ihr deswegen geduldet, weil ihr nützlich für den Herrn der Stadt seid? Nun, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir halten uns meistens aus der Politik heraus, vor allem weil wir im Süden der einzige Tempel mitunter sind. Im Norden haben wir zwar noch den Kriegshafen, aber dort haben wir keine eigenen Bestrebungen. Diese Karawanserei, die ihr erwähnt habt, ist die ebenfalls in der Nordstadt? Nein, ihr geht jetzt hier einfach die große Hauptstraße in Richtung Süden raus, durch das Handelstor durch und dann, wenn ihr euch auf der linken Seite haltet, immer den Mauern entlang, dann findet ihr dort die Karawanserei. Gar nicht zu verfehlen. Goldkranich heißt sie. Nun, dann sollten wir dahin. Gut, dann Effort mit euch. Ja, und mit euch. Für das, was ihr vorhabt. Sagt, ihr trefft doch hin, wie öfters Reisende, die hier in der Stadt ankommen, vermutlich. Ist euch ein Mann namens Kanitiana untergekommen, der Name? Ihr dürft mal alle auf Menschenkenntnis würfeln. Bob, 19, 24, Patze. Was? Wer? Ja, muss doch. Obelmeier. Ja, was mache ich jetzt mit dem Patze? Hier ist ein Vorschlag. Nix. Abelmir, an ihrem Gesichtsausdruck und so wie sie zuckt, meinst du sogar, er könnte sich hier im Tempel verstecken? Wenn du sie nur hart genug schüttelst, wird sie sicherlich wissen, wo er ist. Gewalt anzufassen, ist eine schlechte Idee. Die ist nur wir. Weil Abelmir weiß, dass er davon Schaden nimmt. Ja, das nicht wenig, aber. Ihr habt diesen Namen schon einmal gehört. Das sehe ich euch an. Leugne das nicht. Wo ist der? Naja, da wo ihr nicht hingehen wollt. Das heißt, er versteckt sich hier im Tempel. Nein. Er ist gefangen.